Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es um eine Scheibe, die sich meine Süße gekauft hat, weil sie diese Band liebt und sammelt. Und ich habe gedacht, ja, kann ich auch reviewen. Ich mag die Band nämlich genauso gerne. Es geht heute um das neue Album. Warum habe ich dunkler gemacht? Bin ich doof? Ja, bin ich. So, hier. Lone Wolf heißt die Band und es ist das Album Division Hades. Hades. Ja, so. Darum geht es hier. Ich habe hier die dicke, fette, extra 2D Edition, aber ich möchte im Wesentlichen nur über das Hauptalbum sprechen. Warum, werde ich euch aber noch erläutern. So, wir gehen heute also, wenn man so will, nach Frankreich. Frankreich, denn Lone Wolf ist eine französische Band. Im Genauen aus Grenoble. Ist ja auch egal, wo die herkommen. Ich komme aus Frankreich, ne? Sind aktiv seit 1992 und machen Speed Heavy Metal. Und zwar am ehesten, wenn ihr jetzt einfach nur wissen wollt, jo, um was geht's denn hier? Kann ich jetzt ausschalten oder nicht? Ja, stellt euch einfach vor, die komplette Fusion 50-50 aus Grave Digger und Running Wild. Beides zusammen, Lone Wolf. Findet ihr scheiße? Viel Spaß beim nächsten Video, wo auch immer ihr gucken geht. Ja, denn genau das auf den Punkt bekommt ihr hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja genau, es ist das 10. Album der Band. Und die Band setzt sich zusammen aus 4 Leuten. Und zwar haben wir hier Jens Börner an Mikro und Gitarre, seit 1992 Gründungsmitglied. Dann haben wir Damien Capolongo an der Leadgitarre, seit 2002 dabei. Dann haben wir Ricky Mannhardt am Bass und den Backing Vocals, seit 2010 dabei. Der ist auch bei Mystery Blue, ist auch eine Heavy Metal Band. Ich glaube, da singt eine Dame, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch da irgendwie irre. Ne? Und wir haben, Moment, wir haben eine Triefnase und wir haben Bubu Brunner, geiler Name, am Schlagzeug seit 2014 von den Bands Black Hole und Cyridaria, die ich nicht kenne. So, das dazu, das ist, ja, das ist hier das Line-Up der Band. Und dann kommen wir auch schon zur Optik des Ganzen. Wir haben hier den, ich glaube, das ist tatsächlich der Lone Wolf. Ja, auf jedem Album habt ihr das Maskottchen der Band, diesen Werwolf halt. Ja. Und thematisch singen die halt immer so eine Mischung aus, hier, ich glaube auch Krieg, ne? Nee, tatsächlich Darkness, Okkultes, okkulte Geschichten, Wahnsinn und das Böse. Aber es kommen viele Songs über Werwölfe vor. Hier habe ich das vermisst. Also so richtig vom Titeltrack, vom Titel des Tracks her, Werwolf kommt hier nicht drin vor. Ja? Aber naja, Werewolf Rebellion ist einer der geilsten Songs der Bands, finde ich persönlich jetzt. Aber gut, ist auf jeden Fall ein schönes Cover, gut gezeichnet und der ikonische Schriftzug sehr groß oben drüber. Ja, und hinten haben wir dann die Auflistung der Titel beider CDs, gut lesbar mit so einem gräulichen Landschaftsmotiv, gefällt mir gut. Dann haben wir hier innen drinne, das ein bisschen schlichter gehalten. Ja gut, ne? Hier so ein bisschen da so ein Helmwappen mit Schwertern, die sich kreuzen. Und dann auch nochmal den Bandschriftzug. Und hier haben wir die beiden Labelprints, einmal in Farbe, einmal schwarz-weiß. Das ist halt die Bonus-CD. Ja, und dann kommen wir noch kurz zum Booklet. So, das ist eigentlich recht schlicht gemacht, muss ich sagen. Einfach, ja, Schrift auf schwarzem Untergrund und die Refrains sind in Orange ein bisschen vorgehoben für die ganz Doofen, die dann nur den Refrain vielleicht lesen wollen, keine Ahnung. Ist aber nett gemacht, ist okay, ja. Hier haben wir noch ein Bandfoto, ist ein gutes Booklet, solide, sag ich mal. Minimalistisch und solide vielleicht, ist es okay, es gibt Schlimmeres. Ne? So, ist ein gutes Booklet, ist okay. Ey, ich möchte ja nicht wissen, was so das Zeichnen von so einem Covermotiv dann kostet. Weil einige machen das ja, dass sie den Zeichner auch gleich noch anheuern, mehrere Motive zu zeichnen für das Booklet, die dann da drin vorkommen. Kostet dir jedes Mal ein bisschen extra, ne? Kann sich halt nicht jeder leisten, kann ich auch verstehen. Ne? So, dann kommen wir jetzt zum Eigentlichen, nämlich zu den Songs Track by Track. Es beginnt mit The Last Goodbye. Ich verlinke euch übrigens unten in der Infobox eine Album-Playlist, wo ihr euch das ganze Ding anhören kann. The Last Goodbye beginnt mit einem epischen, akustischen Intro, so Running Wild-Atmosphäre wird sofort erzeugt, so ein bisschen, die machen das ja auch oft. Ne? Da gibt es eine deutsche
Erzählpassage irgendwie über einen Typen, der am Totenbett seiner Mutter sitzt oder was. Dann geht's los mit der ersten Strophe, die balladesk umgesetzt ist, und dann geht's rein in den Song. Wir haben dann hier wirklich Running Wild Speed Metal in dem Stil, und der Sänger hat halt eine sehr ikonische, raue Stimme, die ihm tatsächlich am ehesten zu vergleichen ist mit Chris Boldendahl von Gravedigger. Ja. Der Refrain hat so Farewell-Shouts und auch Lebewohl-Shouts, sowohl als auch. Fand ich ganz interessant, kommt ganz gut, ja. Und das war auch ein sehr gutes Gitarrensolo. Stück Nummer 2 ist dann The Fallen Angel, beginnt mit einem hymnischen Mittempo-Einstieg. In den Strophen, die sich auch im Mittempo bewegen, geht es auch ganz gut zur Sache trotzdem. Es ist halt Heavy Metal in dem Fall. Und der Refrain, der ist dann eher Speed, da zieht das Tempo dann an und hat dann immer so Hail Shouts. Ja, das fand ich ganz gut. Wir haben einen epischen Mittelpart, der sich wieder im Mittempo bewegt hingegen. Da hingegen wiederum ist das Gitarrensolo wieder in hoher Geschwindigkeit umgesetzt. Also das wechselt hier immer so ein bisschen alles, ne? Wie ihr merkt. Dann kommt Stück Nummer 3, ist der Titeltrack, Division Hades. Das beginnt direkt mit einem Titel-Shout am Anfang, wo einfach Division Hades geschaut wird einmal. Ne? Dann geht's los, der Song ist speedlastig, also der treibt und geht gut nach vorne. Und das Tempo wird auch konstant durch den ganzen Song gehalten. Es hat einen simplen Refrain, erinnert ganz leicht auch wieder, vor allem auch von der Machart des Refrains in dem Fall, an Gravedigger. Ja, du würdest mit Sicherheit sagen, also als Metal-Fan, ja, so ein Refrain kannst du durchaus auch mal auf einer Gravedigger-Scheibe finden, auf einem schnelleren Stück. Ne? Das war dann auch wieder ein gutes Solo, und gegen Ende wird es dann noch mal ein bisschen epischer, so, ne? So ein kleiner Part. Dann kommt Stück Nummer 4, Manila Shark. Der hat mir sehr gut gefallen, der Song. Ist wohl angelehnt an Manila Road und ihren Sänger, der ja Shark Shelton sich nannte, Rest in Peace. Dann ist das so ein bisschen, glaube ich, angelehnt, textlich. Beginnt mit traditionellem Riff im Mittempo angesiedelt. Auch die Strophen halten sich im Mittempo. Wir haben einen strophenhaften Refrain, der geht okay. Hat mich jetzt nicht umgerissen, aber es ist ein guter Refrain schon generell. Ne? Und hat auch ein passendes Gitarrensolo, der Song. Dann haben wir Stück Nummer 5. Oh, sorry. Underground Warriors. Dazu verlinke ich euch ebenfalls etwas unten, nämlich ein Lyrik-Video. Ja, das ist ein Running Wild-Style-Speed-Song. Schneller Song, Running Wild-Stil. Eigentlich Stil. Mit einem entsprechend schnell umgesetzten Refrain. Und auch einem sehr schnellen Solo-Part. Und also das Ding Underground Warriors geht wirklich gut nach vorne, kann man sagen. Ja. Dann kommt Stück Nummer 6, To Hell and Back. Das ist eigentlich nur ein Akustik-Intro mit sakralen Chören und marschierenden Riffs dann später noch ein bisschen. Ja. Heißt ja auch To Hell and Back und in Klammern Instrumental. Ja. Gut, Stück Nummer 7 ist dann Alive. Alive ist wieder ein schneller Titel, mit einem simplen Refrain, würde ich sagen. I'm Alive singt er immer wieder, oder grölt er immer wieder. Und insgesamt ist das hat auch wieder geile Solo-Parts. Ja. Es ist ein kurzer, knackiger Banger mit nur 2 Minuten 53 Laufzeit. Ja. Ist damit auch der kürzeste Song mit Text und allem drum und dran auf dem Album. Abgesehen vielleicht von To Hell and Back, diesem kleinen Instrumental jetzt. Ne? So, dann kommt Lackeys of Fear, oder Lackeys of Fear, also Lakaien der Angst. Bewegt sich im Mittempo, jedenfalls im Intro, wird dann aber ein bisschen treibender. Die Strophen gehen dann aber wieder ins Mittempo. Er hat einen netten Refrain, der Song. Der hat mich auch gut mitgenommen, der Refrain, muss ich sagen. Und der Song verfügt über einen sehr hymnisch gemachten Mittelpart, der mir auch gut gefallen hat. Dann kommt noch Silent Rage als vorletzter Titel auf diesem Album. Das ist wieder eine schnellere Nummer. Und hier kommt wirklich wieder, was ich schon eingangs sagte, Running Wild meets Gravedigger, voll zum Tragen. Wir haben hier auch wieder mit mehr Text angereicherten Refrain, ne? Nicht einfach nur Silent Rage dreimal oder so, sondern eine richtige kleine Refrain-Strophe. Die hat mir gut gefallen, hat mich aber nicht, ja, die singen halt, der Fokus, was eher am ehesten hängen bleibt in diesem Refrain, ist die Passage I am my own prisoner. Nicht Silent Rage, obwohl Silent Rage wird auch gesungen, ja, aber das bleibt nicht so gut hängen wie diese I am my own prisoner Passage. Wisst ihr, wie ich meine? Aber naja, gut, ist auch wieder Geschmackssache. So, dann kommen wir zum Rausschmeißer, nämlich der epische, längste Track des Albums mit 9 Minuten 10, Drowned in Black. Hat ein balladeskes Intro mit Strophe, auch balladesk, ja. Dann geht's rein ins treibendere Mittempo, rockigeres Mittempo. Das hält sich auch in den Strophen so. Und hier haben wir dann auch wieder einen netten, mit mehr Text, also strophenhaft umgesetzten Refrain. Wir haben einen epischen Instrumental-Part im Mittelteil. Oh, der sich im Mittempo eher bewegt, sorry.
wo dann auch ein paar Gitarrensolos passieren. Und insgesamt hat der Song nachher einen eher hymnischen Ausklang. Mir fehlte hier ein bisschen der Ohrwurm-Effekt bei dem Abschlusstitel, aber okay. So, und dann kommen wir noch ganz kurz zu CD2. Da will ich aber jetzt nicht ganz genau zu den Songs sagen, sondern nur ganz kurz vorlesen, was es da so gibt. Das sind nämlich alles Neueinspielungen von Demos oder Songs, die es schon auf älteren Alben gibt. Also ihr findet hier nichts Neues. Es sei gut, okay, die Demos kriegt man halt nicht. Ne? The Call ist nur ein Intro, ist eine Neuaufnahme vom Demo The Calling von 93. Into the Battery Ride ist eine Neuaufnahme vom Demo The Calling von 93. The Dark Throne ist eine Neuaufnahme von The Dark Throne, auch eine Demo von 1992. Also im Grunde der älteste Song, den man hier findet so ein bisschen. Dann kommt von 2001 aus dem Album, offiziellen Album March into the Arena, kommen zwei Cover, nämlich Towards the Light und Forgotten Shadows in Neuaufnahmeform. Dann haben wir wieder was von der Calling DVD-Demo von 93, den Song The Forgotten Valleys. Als nächstes dann 1789 aus der One Holy Paradise-Scheibe, die ja auch ganz normal erhältlich war. Dann haben wir Witch Hunter, das ist eine Demo von 1992 mit dem Titel The Dark Throne. Also das ist ja die gleiche, wo auch Dark Throne der Titel dann noch her ist, ne? Klar, gut. Also ist auch wieder ein sehr alter Song. Sorcery ist vom 93er Demo nachgespielt dann. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal von der Unholy Paradise von 2003 einen Titel, nämlich Eric the Red. Alles eine neue Einspielung, alles alte Songs eigentlich. Ich bin jetzt aber hier am Start, weil ich das neue Album reviewen wollte. Und zwar das Studiowerk, die neu geschriebenen Songs. Das ist mir immer wichtig bei einem neuen Album, ne? So. Die alten Sachen kennt man ja teilweise hier in dem Fall schon. Die, die man jetzt nicht kann. Ah, gut, ich war faul. So, okay. Gut. Also, das zur neuen Lone Wolf. Wenn ihr die Vergleiche mögt, also hier Running Wild meets Grave Digger, hört mal rein, hört unten die Links rein, macht euch ein Bild. Ich mag das, ja. Ich muss allerdings dazu sagen, um jetzt auch was Kritisches zu sagen, ganz klar, ja. Lone Wolf gehen nochmal sicher. Es gibt hier nichts Neues. Die machen das gleiche Ding wie immer. Es ist einfach Lone Wolf. Keine Experimente und nichts. Und ich finde, Lone Wolf sind stärker, wenn sie mit Tempo machen, als wenn sie Vollgas geben. Obwohl das auch stark ist. Ist auch geil. Ja? Aber ich mag es lieber, wenn die mit Tempo sind, weil es hat dann so dieses Martialische, haben die wirklich gut drauf, finde ich. Meinem Geschmack nach jedenfalls. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß, bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und sage bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell.